Ja, moinsen Meister und Meisterinen. Und natürlich, was geht, Krypto Gang? Freunde, wie ihr schon auf dem Bildschirm seht, wir machen mal wieder ein paar unschöne Dinge über Binance. Oder sind die gar nicht so unschön bezüglich FAT etc. pp. Wir klären es mal in diesem Video, aber als allererstes würde ich sagen, wir starten wie immer mit etwas sehr Geilem. Dem Intro Dobayo. Ja. Also ist ja viel los die letzte Zeit rund um Binance, ne? Für die einen ist es FAT, für andere sehr beunruhigend. Ich sag mal, wir sind irgendwo dazwischen. Aber trotzdem gibt es ja News, ob FAT oder nicht. Aber ihr wollt ja auf dem neuesten Stand sein, Freunde. Also schauen wir uns mal an, was jetzt wieder los ist. Binance hat jetzt mit Clear Junction einen sehr wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten Partner aus Europa verloren. Die sind nämlich ein großer Zahlungsabwickler von Binance für unseren europäischen Raum. Clear Junction selbst gab über die Financial Times bekannt, dass keine Zahlungen mehr im Zusammenhang mit Binance stattfinden werden. Also ab jetzt sofort rigoros. Damit ist Clear Junction jetzt der dritte wichtige Finanzpartner. Neben Barclays und Santander, habt ihr alles schon mitbekommen, der sich komplett von Binance abwendet. Ja, und Leute, ganz ehrlich, wir haben absolut nichts von dieser Diskussion, ob das alles FAT ist, ob man Binance hier absichtlich schwächen möchte oder was auch immer dahinter steckt, weil die Elite was gegen Krypto hat. Ja, mag sein, ist denkbar. Aber was genau sagt uns das jetzt? Was genau bringt uns das jetzt, darüber zu philosophieren, ob das FAT ist oder nicht? Das Ergebnis ist am Ende dasselbe, Dobayo. Dass wir immer mehr Nachteile bezüglich Binance haben, egal aus welchem Grund das gerade alles passiert. Fakt ist, Freunde, Binance steckt in der Scheiße und der Leidtragende ist am Ende der Endverbraucher. Am Ende der Endverbraucher, ja, macht Sinn. Thema Einzahlung, Auszahlung. Jungs, Mädels, bitte, was bringt uns das, darüber zu diskutieren, dass es FAT ist? So viele Kommentare liefen genau darauf hinaus, ne, ja, das ist doch alles nur FAT. Ja, die wollen Binance nur Steine in den Weg legen. Ja, ihr macht hier alle voll die Leute verrückt. Also wir Krypto-YouTuber oder ich. Ja, was ändert es jetzt daran, dass wir Probleme dadurch auf Binance bekommen und schon mittlerweile haben, also definitiv haben, ne? Und bei dem Thema bin ich ja tatsächlich sogar voll bei euch. Natürlich ist das ein Angriff auf Krypto. Die haben sich mit Absicht die größte Börse rausgenommen, um gezielt ein Exempel zu statuieren. Natürlich, das ist offensichtlich und das wissen wir auch alle, Freunde. Natürlich machen die das mit Absicht, um Krypto zu attackieren. Und suchen sich natürlich den größten Player raus. Das ist dieses direkt auf den stärksten Prinzip, ne? Weil dann alle anderen eingeschüchtert sind und genau das machen, was ja, der die Fäden zieht, der die Strippen zieht, dann macht jeder, was die wollen. Ja, und deswegen haben die sich natürlich Binance rausgesucht, um da jetzt mal richtig den Laden aufzumischen, damit alle anderen erstmal so zurückschrecken und sagen, oh Alter, uns soll hier nicht dasselbe passieren. Deswegen gehen wir mal schön auf die regulatorischen Maßnahmen ein. Und ob das FAT ist oder nicht, uns ist allen bewusst, dass das mit Absicht initiiert ist. Ändert aber nichts daran, dass es ist, was es ist. Der Kunde hat jetzt gerade nun mal den Salat und einfach aus Sicherheitsaspekten macht es einfach gerade nur Sinn, zu gucken, dass man seine Kryptos erstmal da rausholt und auf den Ledger packt oder Exodus oder wo auch immer. Dann ist man erstmal aus der Schusslinie und kann sich ganz ruhig das Spiel da angucken und abwarten, wie das weitergeht. So einfach ist das im Prinzip. Ne? Eure Coins, die könnt ihr übrigens in der Zeit auch über andere Börsen kaufen. Da ist man jetzt nicht unbedingt auf Binance angewiesen. Solange diese Geschichte da läuft, ist es einfach besser, mal eben seine Coins über andere Plattformen zu holen. Beispielsweise Coinbase. Falls jetzt wieder ein paar Brudis und Schwestis dabei sind, die sagen, du willst doch nur Werbung für Bybit machen. Freunde, Bybit ist eine Trading-Plattform. Die nutzt man einzig und allein, weil man wahrscheinlich Bock auf Leverage-Trading hat. Bybit ist keine Kryptobörse im herkömmlichen Sinne wie Binance, wo ihr euch Coins kauft. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, ich möchte euch überhaupt nicht sagen, weil es gar keinen Sinn macht, dass wenn ihr von Binance weggeht, ihr doch bitte zu Bybit geht. Die beiden sind völlig unterschiedliche Player. Es hat nichts damit zu tun. Da würde ich euch tatsächlich eher momentan Geschichten wie Coinbase empfehlen. Coinbase hat auch eine relativ nice Auswahl an Coins. Deckt definitiv so das Wichtigste ab. Und ich müsste jetzt lügen, aber Coinbase ist, soweit ich weiß, nie wirklich negativ auffällig geworden. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall nicht regulatorisch. Auf jeden Fall habt ihr da so eine passende Alternative für den Zeitraum, wo da jetzt gerade Binance in der Bredouille steckt, kann man gezielt sich erstmal seine Sachen da runterholen, um die zu sichern. Und dann habt ihr auf jeden Fall erstmal alles getan, um der Sache von gesunder Entfernung aus gesund zuzugucken,
bis sich da der Nebel lichtet und wir jetzt wissen, wie das da bei Binance weiterläuft. Und dann kommen wir mal eben zu dem Thema, wo wahrscheinlich gerade die meisten tatsächlich drauf warten, ne? Das Video von Krypto-Brudi Hoss zur Bybit-Thematik von gestern, ne? Erstmal Hut ab, auf jeden Fall ausführliches Video mit einer Menge an Input. Vorab sage ich schon mal, heute Abend machen wir auf dem Kanal von Moneten Dave, machen wir mal einen kleinen Krypto-Talk, haben ein, zwei Experten am Start, befassen uns mal ein bisschen ausführlicher mit der Materie. Aber um jetzt, viele haben gesagt, ja, du musst Stellung nehmen, du musst dazu was sagen, um dazu mal kurz ein paar Worte zu sagen, um auf das Video einzugehen. Ich habe das Video gesehen, wie gesagt, Respekt, das war eine heftige Recherche, stand wahrscheinlich heftig Arbeit hinter, aber als erstes habe ich mich tatsächlich gefragt, ob seine Angaben mit Spot Market waren, also jetzt bezüglich Binance, weil mir war tatsächlich jetzt erstmal im ersten Moment objektiv betrachtet nicht schlüssig, was genau du da vergleichst. Das waren ohne Zweifel erstmal sehr, sehr viele Informationen, die dann aber auch fairerweise gesagt umgedreht auf 15 weitere Börsen zutreffen könnten. Jetzt müssen wir fair sein, Freunde, verpackt mit einer sehr wortgewandten Wortakrobatik und einer professionellen Rhetorik. Wenn man darüber dann noch einen mitreißenden Beat legt, so à la Rezo-Zerstörungsvideo, erweckt das bei vielen, die nicht so ganz in der Materie drin sind, natürlich erstmal den Eindruck von, wow, das ist jetzt aber die absolute Zerstörung. Wenn wir aber mal so richtig Klartext ehrlich sind, ne, schwebt zum heutigen Zeitpunkt jede Kryptobörse in einem Graubereich, weil die sich alle so gut wie es geht vor Regularien drücken. Das beste Beispiel wäre ja dein Partner Binance. So ehrlich müssen wir sein. Wie ihr alle wisst, steht Binance aufgrund seiner Größe jetzt gerade so unter Druck, dass sie den Regularien jetzt nachgeben müssen. Ihm bleibt ja nichts anderes mehr übrig. Haben wir ja gerade schon erläutert. Jetzt der Angriff der Elite oder wie auch immer wir es nennen wollen, auf Binance. Die haben sich den größten Fisch rausgesucht, um ein Exempel an alle zu statuieren. Vorher war da nicht viel mit Regularien, oder? Natürlich könnte man behaupten, dass da Insiderhandel stattfindet, ne? Und ich sage deutlich behaupten, weil sowas muss natürlich auch ganz klar erstmal bewiesen werden. Die kriegen dann natürlich deutliche Probleme, aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Aber wenn wir danach gehen, Freunde, dann sollte man im Prinzip auf keiner Börse mehr handeln. Auch nicht auf den voll regulierten. Siehe Wirecard oder Edelmetall- und Forex-Manipulation. Das läuft im Prinzip überall so, nur halt in immer anderen Formen. Also manche machen das im ganz großen Stil, manche machen das so ein bisschen verdeckt. Das ist ja das, was aus seinem Video hervorgeht. Bybit soll das so schon ziemlich verdeckt machen und da ist bislang noch keiner drauf aufmerksam geworden. Sie werden natürlich darauf aufmerksam werden müssen, denn Zugpferd ist ja jetzt erstmal Binance. Gegen Binance wird hart vorgegangen und das ist ja dieses Exempel, was jetzt hier statuiert wird, auch für die kleineren, unbekannteren Börsen wie beispielsweise Bybit, da gibt es da noch Geschichten wie Fimex und sowas, die sich jetzt wahrscheinlich auch auf die Finger klopfen lassen müssen, wenn da denn was dran ist. Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir später bei Moneten Dave dann auch nochmal ansprechen werden, ist, das hast du nämlich gar nicht angesprochen, ich will jetzt nicht sagen, dass du es extra rausgelassen hast, vielleicht war es einfach, okay, ehrlich gesagt war es für das Thema erstmal unwichtig, aber das ist beispielsweise eine Sache, ich finde, die darf man in so einem Zusammenhang nicht verschweigen. Bybit entschädigt nachweislich seine Kunden, wenn es zu so einem Ausreißer doch gekommen ist, die, wie du weißt, gewisse Marktteilnehmer eben auslösen können, wenn man weiß, wie man das ganze Gedöns koordiniert. Das weißt du. Und so ein Docht gab es bis jetzt exakt zweimal. Auf Binance ist sowas schon öfter vorgekommen. Also wenn schon, Freunde, dann wäre der richtige Ansatz, dass wir die Leute allgemein vor Future-Derivaten warnen oder vor Krypto allgemein, weil hier ist alles noch wie im Wilden Westen. Kaum ist irgendwas reguliert. Derivate-Future-Plattform wollte ich nochmal dabei sagen. Es gibt sowieso momentan, Standpunkt heute, noch keine Derivate-Future-Plattform, die reguliert ist. Das hat er übrigens auch nicht gesagt. Das betrifft nicht nur Bybit. Bybit ist nämlich ein Future. Und davon gibt es keine, die reguliert ist. Zum heutigen Zeitpunkt. Das wird sich bald ändern, dank Binance, aber so ist es nun mal. Aber alles in allem war das wirklich ein sehr ausführliches Video. Ich persönlich bin da jetzt gerade im engen Austausch mit Bybit, denn ich bin definitiv auch daran interessiert, dass ja, alles transparent aufgeklärt wird. Ich glaube, da haben wir alle was von. Und die Brudis, die gestern von Kyles Video rübergekommen sind, ich nehme das auch absolut gar kein böse. Kann das auch alles gerne so stehen lassen. Das ist alles cool. Nur Freunde. Er hat in seinem Video am Ende selber gesagt, dass er keinen dazu auffordert, jetzt hier irgendwie eine Hatewelle zu starten. Da sind auch wirklich ein paar richtig vernünftige, coole Jungs bei gewesen, die ordentlich argumentiert haben, die mich gefragt haben, ey, was sagst du denn dazu? Kyle hat da Sachen auf den Tisch gelegt und klingt alles ganz schlüssig. Da kann man gerne diskutieren. Das ist das richtige Verhalten, jemanden erstmal damit zu konfrontieren und zu sagen, hör mal, er hat das und das gesagt, was hältst du denn davon? Da waren aber auch ein paar Spezialisten dabei, also Freunde,
Da war auch einer dabei, ja, ich zeig dich an wegen Betrug und so. Brudi, zeig mich mal an wegen Betrug. Also, wenn wir hier diskutieren, Freunde, dann bitte mit Respekt. Das hat gestern bei vielen sehr, sehr gut funktioniert. Da waren echt ein paar erwachsene Jungs dabei, die sehr erwachsen auf die ganze Situation reagiert haben, ihre Fragen gestellt haben, mich konfrontiert haben. Das, genau so soll das funktionieren. Dafür sind wir alle da. Dafür gibt es eine Kommentarsektion. Aber da waren auch ein paar Spezialisten dabei. Also, das wäre eigentlich jetzt hier im Video gar keine Aussage wert, aber das funktioniert so nicht. Und das sind dann auch meistens die, die wirklich von der Materie gar keine Ahnung haben. Also die, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr 5% von der Thematik verstanden habt, vom Kontext verstanden habt, was Kyle in seinem Video erzählt hat. Aber Freunde, nochmal um das abzuschließen, heute Abend machen wir auf Moneten Dave Channel ein bisschen Krypto-Talk, sprechen über die ganze Geschichte und Bybit checkt auch seit gestern das Video von Kyle Hoss durch und wenn es was Neues gibt, halten wir euch da natürlich auf dem Laufenden. Aber erstmal würde ich sagen, wir beenden das. Heute Abend geht es auf Moneten Dave Channel weiter. Einmal Abo für den Brudi da lassen, dass ihr das heute Abend auch nicht verpasst und dann sehen wir uns heute Abend, sprechen darüber und ab morgen geht es dann ganz gewohnt mit Krypto-Scheiß weiter, Freunde. Dementsprechend ist die ganze Sache wie Spiegel. Wir sehen uns.